Gruß an die ganze Welt, vom Volk der Dichter und Denker, der Erfinder und Schenker. Denn nur wenn wir von Herzen schenken, Gutes und Schönes, dann geht es auch uns selbst wirklich gut. Zurzeit erleben wir die größte Völkerwanderung, die die Erde je gesehen hat. Und wenn ihr schon mal bei uns seid, wir können gemeinsam voneinander lernen und finden für jedes Problem die beste Lösung. Und wenn ihr einst wieder zurückkehrt in euer angestammtes Heimatland, dann kehrt ihr als echte Freunde von Deutschland wieder zurück nach Hause. Ein besonderer Gruß geht noch an unsere nahen Nachbarn, an die russische Nation. Wir wollen nicht nur in guter Nachbarschaft leben, sondern wieder in guter und unzertrennlicher Freundschaft leben. Denn immer, wenn es Deutschland und Russland miteinander gut ging, dann ging es auch dem ganzen Kontinent gut. Doch unsere guten Erfindungen und geistlichen Errungenschaften sollen stets der ganzen Welt zugutekommen. Wir stellen uns unserer Verantwortung, Frieden schaffen, ganz ohne Waffen. Da steht uns noch was bevor, es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Gemeinsam können wir viel bewegen. Wir brauchen euch alle, wir lieben euch.